Seit vergangenen Sommer geht der mittlerweile zum Weltmeister gekrönte Kevin Newacar für Frisch Auf Göppingen auf Punktejagd. Genauso lange steht sein Zwillingsbruder Olivier beim HBW Balingen-Wallstätten unter Vertrag. Nachdem dieser beim Hinspiel verletzungsbedingt fehlte, kam es jetzt zum allerersten Bundesliga-Duell der beiden Newacar-Brüder. Beide blieben in der Partie allerdings eher unauffällig und überließen ihren Mannschaftskollegen die meisten Aktionen. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase gelang es den Hausherren Mitte der ersten Hälfte zum ersten Mal, sich einen kleinen Vorsprung herauszuwerfen. Zur Halbzeit hätten die Grün-Weißen eigentlich mit 6 Treffern führen müssen. Ein schlecht geworfener Pass im letzten Angriff und ein unnötiger 7 Meter in der Schlusssekunde sorgte allerdings dafür, dass die Gäste auf 4 Tore verkürzen konnten. Über solche Situationen bin ich etwas da unzufrieden mit so erfahrenen Spielern, macht so einfache Fehler. Im zweiten Durchgang bauten die Göppinger ihren Vorsprung dann allerdings schnell weiter aus und schienen nach rund einer Dreiviertelstunde wieder sichere Sieger. Allerdings mehrten sich in der Schlussphase die Fehler und die Balinger konnten ihren zwischenzeitlichen 7-Tore-Rückstand auf nur noch 3 reduzieren. Den Gästen lief jedoch die Zeit davon, sodass Göppingen den Sieg unterm Strich relativ souverän ins Ziel bringen konnte. Spieler und Fans dürfen sich somit über den Derby-Sieg und den damit verbundenen 2 Punkten freuen. Ja, auf jeden Fall. Zumal wir jetzt schon längere Zeit hier keinen Heimsieg mehr hatten, war es umso wichtiger, dass wir jetzt endlich mal wieder 2 Punkte hier zu Hause geholt haben. Und ja, ich denke, insgesamt war es auch auf jeden Fall verdient. Haben dann zwar zum Ende hin ein bisschen hat die Konzentration nachgelassen, ein paar unnötige Fehler, aber ich denke, war trotzdem souverän. Für die Göppinger stehen jetzt stressige Tage an. Bereits am kommenden Mittwoch müssen sie auswärts bei der SG Flensburg-Handewitt antreten. Das nördlichste Team der Bundesliga und der aktuell noch amtierende Champions League-Sieger hat den Göppingern das Leben in den vergangenen Jahren stets schwer gemacht und die Punkte an der deutsch-dänischen Grenze behalten. Nach Flensburg fahren wir also ohne Druck. Wir können dort nur was positiv rausholen. Warum nicht? Also wir werden kämpfen, auf jeden Fall. Das nächste Heimspiel steht dann am kommenden Samstag auf dem Programm. In der heimischen EWS Arena geht es ab 2015 gegen den abstiegsbedrohten TBV Lemgo. Dann gibt es in der Hölle Süd zwar kein erneutes Bruderduell, dafür das Aufeinandertreffen zweier echter Traditionsmannschaften.